Can you hear me? Willkommen im Kofferraum des brandneuen Porsche Taycan ST Sporttourismo. Und wir sitzen noch dazu in der allersportlichsten Version des Sporttourismo, im sogenannten Taycan Sporttourismo Turbo S. Ja, Turbo S, das bedeutet wie in den anderen Taycan Derivaten 761 PS im Oberboost und satte 1050 Newtonmeter. Und ich würde sagen, wir probieren jetzt noch, wie sich's auf der Rückbank sitzt, denn der Sporttourismo ist ja die praktische Version des Taycan. Richtig, und die hat auch ein bisschen mehr Kopfbreite, nicht nur mehr Kofferraum. Folge mir unauffällig. Ja, und hier lässt sich leben. Ja, da hat Burgi noch ein bisschen Platz über seinem hübschen Scheitel. Schöner ist es aber vorne zu sitzen. Und da nehme ich jetzt Platz. Ja, heute unterwegs mit dem Porsche Taycan Sporttourismo Turbo S. Ja genau, man könnte auch sagen, es ist der Taycan Kombi. Der Taycan Kombi, richtig. In der Vollfettstufe. 761 PS, aber dazu kommen wir noch. Oder wir sind ja nicht auf irgendeiner Straße unterwegs, oder? Nein, wir sind auf einer gesperrten Bergstraße unterwegs und die ist auch heftig verschneit. Aber Entschuldigung, zurück zum Sporttourismo. Wo ordnet sich der denn ein in der Taycan Range? Ja, es gibt den normalen Taycan, also den Sedan, und es gibt den Cross Turismo seit letztem Jahr. Das ist so ein bisschen die Offroad-Variante. Und jetzt hat man den Cross Turismo wieder ein bisschen runtergesetzt, das Plastik runtergenommen und die Fahrqualitäten auf der Straße in den Vordergrund gestellt. Ja, also grob gesagt ist eigentlich der Sporttourismo eine Mischung aus dem Cross Turismo und der Limousine. Wir haben das Fahrwerk der Limousine und den Kofferraum des Cross Turismo. Genau. Der hat übrigens 446 Liter und damit aber auch nicht so viel mehr als der in der Limousine, richtig? Nein, das sind 39 Liter mehr. Das klingt jetzt auf den ersten Blick nicht so wild. Dafür ist die Luke größer. Man kann auch sein Fahrrad zum Beispiel da leichter reinwuchten. Das ist für mich ganz wichtig. Und Dodo, was auch sehr wichtig ist, wenn man Hutträger ist. Man hat mehr Kopffreiheit. Vorne sind es aber gleich nur 9 mm mehr Kopffreiheit. Genau. Und hinten hat man aber deutlich mehr, 45 mm mehr Kopffreiheit hinten. Das hast du dir gut gemerkt. Ja, das ist halt schon ordentlich, aber es hat uns eigentlich bisher im Taycan auch nicht unbedingt gestört. Nein, außerdem, man sitzt eh lieber vorne im Taycan. Rein jetzt vom Fahrgefühl her ist das nach wie vor mein absolutes Lieblingselektroauto. Ich habe auch jetzt nicht besonders viel Angst hier, ich will es nicht verschreien, aber das Auto verteilt die Kraft wirklich sehr, sehr schön. Selbst im Sport Plus Modus läuft man hier nicht allzu flott Gefahr, dass einem das Heck ausbricht. Oh, ach Gott. Wie viel teurer ist es der Sporttourismo als die Limousine? Ist man bei einem knappen Tausender. Ja. Insofern, der Aufpreis hält sich absolut in Grenzen für den Sporttourismo. Ja, und vielleicht gehen wir erstmal die Motorisierung durch. Wir haben schon gesagt, wir sitzen in der Spitzenvariante, dem Turbo S, mit 761 PS Oberboost-Leistung, aber mittlerweile gibt es ja 5 Motorisierungen beim Porsche Taycan, aber eigentlich sind es ja 7, wurde uns erklärt. Ja, das unterscheidet sich bei den zwei schwächsten Modellen durch die Batterie. Da gibt es die Performance-Batterie, die hat Dodo wie viel Kilowattstunden an Leistung? 72 Kilowattstunden netto. Richtig. Und da gibt es die Performance-Batterie Plus. Haben wir 84 Kilowattstunden ungefähr. Und diese Performance-Batterie hat dann eben auch eine Auswirkung auf die Leistung, weil der schwächste Porsche Taycan Sporttourismo hat nur 326 PS, aber mit der Performance-Batterie haben wir dann 380 PS. 380 PS. Richtig sportlich wird es dann eigentlich schon mit dem 4S und vor allem auch allrädrig. Ja, der hat dann 435 PS. Außer man gönnt sich die Performance-Batterie, dann haben wir 490 PS.
Richtig. Und darüber ist dann schon der GTS. Der ist ein bisschen anders abgestimmt als die anderen Taycans. Dann gebe ich noch ein bisschen sportlicher abgestimmt. Aber leistungsmäßig markiert er nicht ganz die Krone. Der hat 517 PS. Richtig. Der GTS ist jetzt ganz neu mit 517 PS. Ja, und dann gibt es drüber schon den Turbo. Der hat 625 PS, Oberboostleistung glaube ich 680. Und der Turbo S unterscheidet sich ja nur in der Oberboostleistung. Völlig richtig. Der hat daneben diese 761 PS und geht dann 260 km/h, wenn man das will. Bei den Motorisierungen muss man sagen, das Reichweitenmonster ist interessanterweise der 4S mit der großen Batterie. Der hat er dann 498 km Reichweite. Das ist schon ordentlich, Toto. Ja, knapp unter 500 Kilometer Reichweite. Ist aber trotzdem ein bisschen weniger als die Limousine, weil der CW-Wert ist ja auch nicht ganz so gut vom Sporttourismo. Ja, der ist ein bisschen schlechter. Die Limousine hat 0,22 CW-Wert, der ST hat 0,25. Allerdings, der Turbo S, laut Prospekt zumindest, hat 0,26 CW-Wert. Was wiederum dem vom Großtourismo entsprechend hält. Tatsächlich. Und ich vermute mal, es liegt daran, dass der Turbo S halt mit größeren Rädern ausgeliefert wird. 19 bis 21 Zoll Räder kann man ja auf diesen Porsche Sporttourismo draufpacken. Wir haben übrigens auch die Keramikbremsen hier draufgepackt auf unseren Turbo S. Ja, wer schnell fährt, muss auch gut ankern können. Und beileibe, die können wirklich, wirklich gut ankern, die Dinger. Und da wird einem fast mehr übel vom Bremsen als vom Beschleunigen. Und wenn wir schon vom Beschleunigen sprechen, Dodo, der hier ist eigentlich von den Werten her um nichts langsamer als der Sedan, oder? Nein, das ist ein wahres Beschleunigungsmonster. 2,8 Sekunden von 0 auf 100. Und ja, man kauft sie ihm auch nach wie vor ab. Also es ist wirklich gewaltig. Das Schöne ist auch das Grip-Niveau. Ich bin vorher mit dem Bergmeister mitgefahren, mit dem Rennfahrer. Er hat gesagt, sein Beruf war immer, dass er möglichst wenig quer kommt. Und wir sind jetzt viel quer gefahren, aber dieses Ding, das lässt sich schön driften. Es hat ja keine mechanischen Sperren, sondern das macht es rein mit der Elektronik und das funktioniert toll. Und durch diesen künstlichen Motorsound hört man auch, wo er Grip hat und wo nicht. Also das ist wirklich, wirklich cool gelöst. Ja, wir sind ja vorhin auch schon da raufgefahren über die verschneite Bergstraße. Es war ein Genuss und er hat sich wirklich ausgesprochen leicht getan, da raufzukommen. Also nach wie vor fahrdynamisch ist dieses Auto einfach die Messlatte, an der sich alle anderen messen müssen. Wo du ja angeblich nicht driften kannst. Ich kann eh nicht driften. Ich bin eh nicht wirklich raufgedriftet. Ich gebe es zu. Und weil wir vorhin schon die Motorisierung jetzt brav aufgezählt haben, preislich geht's los bei 89.000 Euro. Kann man in die Porsche Taycan Sporttourismo Welt einsteigen. Er kostet ungefähr einen Tausender mehr als der normale Taycan und das trifft auch auf das Topmodell zu. Richtig, der hier kostet nämlich 191.000 Euro. Ja, nicht wenig Holz, aber gut angelegt. Jetzt gucken wir da recht langsam hinter einem Wohnmobil her. Ich glaube, vielleicht nützen wir das gleich mal noch ein bisschen zu erzählen, was hat sich denn am Innenraum getan. Vor allem beim Infotainment hat sich ja doch was verändert mittlerweile. Ja, beim Infotainment hat sich einiges geändert. Es ist bunter geworden, mal auf den ersten Blick. Oh, wow, ja, das stimmt. Aber es fällt wirklich auf, es sind jetzt so recht bunte Icons, die ein bisschen nach Apple ausschauen, um ehrlich zu sein. Ach, das hast du dir nur eingebildet, Dodo. Nein, es ist wirklich bunter, es ist übersichtlicher dadurch natürlich auch. Es rennt sehr flüssig, das muss man auch immer dazu sagen. Und es hat jetzt noch was, was ich eigentlich nicht brauche, aber es hat Android Auto Wireless. Bisher gab es ja nur Apple CarPlay Wireless, aber jetzt kann auch der Dodo sein Handy verbinden, ohne dass er ein Kabel dazu braucht. Auch bei der Navigation hat man ein bisschen was optimiert. Das Auto versucht jetzt vermehrt Quick Charger, also superschnelle Ladesäulen anzusteuern. Und man kann ja auch richtig schnell laden, richtig? Richtig, und auch da kommt es auf die Motorisierung an. Man kann nämlich entweder mit 225 kW laden oder mit 270. Absolut richtig, ja, 270 kW ist die Spitzenladeleistung, auch in unserem Turbo S hier. Ja. Weil die Performance Batterie Plus ist ja ab dem GTS standardmäßig, da gibt es ja keine kleineren mehr. Aber wenn man von 5% auf 80% lädt, ist es völlig Wurst wie Suppe, welche der beiden Batterien man drinnen hat, weil dann dauert es immer 22,5 Minuten, Toto. Richtig. Wir waren aber beim Infotainment, da gibt es ja noch was Neues. Und zwar, Spotify ist jetzt nämlich nativ an Bord, wie es so schön heißt. Und der Dodo kann uns sicher erklären, was das heißt. Das heißt, dass man nicht sein Handy damit verbinden muss mit dem Infotainment, sondern man kann es einfach als App direkt am Porsche aufrufen, richtig? Richtig. Als ein nettes Gimmick, finde ich sogar gut, würde ich nutzen, ehrlich gesagt. Ja. Finde ich sinnvoll. Was ich weniger gut finde,
habe es eh schon öfter gesagt, dieses Auto hat erstens mal nicht besonders viele USB-Anschlüsse. Ich habe eigentlich nur zwei gefunden. Hast du mehr gefunden? Vorne nicht, muss ich ehrlich sagen. Und es sind außerdem nur USB-C-Anschlüsse. Und die Wahrheit ist, ich habe kein einziges USB-C auf USB-C-Kabel mit. Das mag vielleicht jammern auf hohem Niveau sein, aber ich finde es ein bisschen nervig, wirklich. Also Dodo, wir haben hier eine induktive Ladeschale da drinnen, also das ist wirklich jammern auf hohem Niveau. Was es noch neu gibt, Dodo, ist nicht nur das Infotainment hier, sondern es gibt auch noch über uns was. Oh ja, es gibt ein neuartiges Panoramaglasdach, das mit Flüssigkristalltechnologie arbeitet. Bedeutet, dass man einzelne Teile davon dimmen kann oder es auch komplett dimmen kann. Und zwar kann das auch wie eine Rollo sich einblenden da, oder zumachen, wie kann man das sagen, Dodo? Quasi elektronisch nach vorne rollen, ja, das gibt's. Haben wir hier leider nicht an Bord, aber der rote Taycan, in dem du vorhin eine kleine Spritztour gemacht hast, der hatte das. Weißt du, was das Beste an diesem Taycan ist, oder? Dass du jetzt damit fahren darfst, richtig? Richtig. Na dann, Burgi, lass ich dich mal ran an den Taycan-Speck. Ja, wir haben jetzt über das Glasdach gesprochen, das ist eben in 9 Segmente aufgeteilt, dieses spezielle neue Flüssigkristallglasdach, kann Muster in die Decke projizieren, kann man das so sagen? Kann man da auch Cars and Cakes rein projizieren? Das glaube ich nicht, aber wir können gerne nachfragen bei Porsche. Nachdem das ja mittlerweile der 4. oder 5. Taycan ist, den wir gefahren sind. Ja, eigentlich der 5. Der 5. Taycan. Also wir sind ja ursprünglich den Taycan Turbo S gefahren, die Limousine. Ja. Danach sind wir den Einstiegs-Taycan gefahren, aber mit Performance Plus Batterie. Richtig. Dann sind wir den Taycan Cross Turismo X4S Version gefahren. Ja, richtig. Und gestern sind wir diesen Sport Turismo hier als Turbo gefahren und heute den Turbo S. Ja, genau, und dazwischen sind wir irgendwann den Audi e-tron GT gefahren, der ein Derivat ist, mehr oder weniger, vom Taycan. Also, nachdem jetzt diese ganzen Taycans gefahren sind, die mir übrigens alle sehr gut gefallen haben, vielleicht jetzt Zeit für ein kleines Zwischenresümee. Wie läuft denn der Taycan so für Porsche? Ist das eine Erfolgsstory? Ja, bisher ist es eine richtige Erfolgsstory. Und zwar 41.000 Stück haben sie letztes Jahr verkauft. Von wie vielen Stück? 300.000 wurden verkauft. Letztes Jahr ein Rekordjahr für Porsche, interessanterweise. Also so viel zur Halbleiterkrise, war trotzdem ein Rekordjahr für Porsche. Und es gibt so ganz absurde Auswüchse der Taycan-Verkäufe, zum Beispiel in Norwegen, wo 85% aller verkauften Porsche Taycan sind. Ja, das ist kein Wunder, das ist halt ein klassischer Elektromarkt mittlerweile schon. Ja, allerdings. Ja. Die meisten Taycan sind aber in Deutschland verkaufbar, oder? Deutschland und ich glaube Großbritannien ist auch ein großer Markt für die Taycan. Richtig. Jedenfalls insgesamt der Taycan doch recht erfolgreich unterwegs, muss man sagen. So, und während wir hier warten, dann noch einen kleinen lustigen Fakt. Eigentlich gefällt uns ja persönlich der Taycan Cross Turismo optisch jetzt wahrscheinlich am wenigsten gut. Das sehen die Käufer mal anders. Ja, richtig. Das Gros der Kunden wird sich nämlich angeblich, laut Porsche, für den Cross Turismo entscheiden. Dodo, unglaubliche, wie viel Prozent? Angeblich greifen 40% zum Cross Turismo und jeweils 30% zur Limousine und zum Sport Turismo. Und ja, ich finde es nicht wirklich hundertprozentig verständlich, weil der Cross Turismo bietet halt jetzt für mich nicht viele praktische Vorteile. Porsche sagt immer, das ist halt das Offroad-Modell, aber wie viel Prozent der Porsche-Fahrer gehen mit dem Cross Turismo wirklich ins Gelände? Und der ist auch nur 1 Zentimeter, glaube ich, höher als der Sport Turismo. Aber da geht es offensichtllich hauptsächlich um die Optik und die sagt scheinbar den meisten zu. Ich finde, der hier ist ein toller Kompromiss. Absolut. Dodo, ich finde das auch einen sehr, sehr guten Kompromiss. Du weißt, ich bin Radfahrer, ich habe es vorher schon erwähnt beim Kofferraum. Ja. Das ist eigentlich das Killer-Argument für mich. Ich habe auch ein paar Kinder noch zum Einräumen. Da braucht man Platz. Da zählt jeder Liter. Also 39 Liter sind da nicht unwesentlich, sage ich dir. Außer man greift zum Bose Soundsystem, weil dann hat nämlich der Sport Turismo sogar ein bisschen weniger Kofferraum als die Limousine, richtig? Ja, dann hat er 405 Liter. Aber das Soundsystem gibt es natürlich für alle Taycans. Ja, was wir noch gar nicht gesagt haben, was halt auch das wirklich Fantastische ist, Taycan generell ist diese wahnsinnig breite Spreizung, also wie wir hergefahren sind. Jedes Mal, wenn ich einsteige, wundere ich mich, wie wahnsinnig komfortabel dieses Auto sein kann, nämlich. Das ist richtig, es ist extrem komfortabel. Sobald man dann auf diesem Rad dreht und auf Sport oder Sport Plus dreht, dann spannt sich richtig alles an und dann merkt man auch den Vorteil. Und interessanterweise ab und zu, wenn man dann voll einsteigt, merkt man auch,
dass dieses Auto ja auch die Besonderheit hat, dass es zwei Gänge hat. Ja, ja, da merkt man, dass es schaltet. Motorisch sind es übrigens zwei permanent erregte Synchronmotoren. Das sind ja an sich sehr hochwertige Motoren, aber zur Produktion braucht man eben seltene Erden und deswegen ist das jetzt rein umwelttechnisch nicht ganz unumstritten. So, jetzt haben wir noch ein paar schöne Kurven vor uns. Vielleicht noch ein paar Fakten zum Gewicht. Also, gewichtig sind alle Taycans, da geht es los bei 2125 Kilo für den leichtesten Taycan. Turbo S mit der großen Performance Plus Batterie, die ja doch 94 Kilowattstunden brutto in etwa hat. Netto M 84. Wiegt doch ein bisschen mehr. Wir haben hier 2325 Kilo. Dafür fällt der Kombi nicht mehr ins Gewicht. Also der Unterschied zur Limousine ist vernachlässigbar. Das sind, Dodo, das sind 30 Kilo. Genau, die Limousine schafft es ganz knapp unter die 2,3 Tonnen und unser Sporttourismo ist eben knapp drüber. Wirklich merken tut man es nicht, um ehrlich zu sein. Also fahrdynamisch muss man da, glaube ich, wirklich keine Einbußen befürchten. Nein, also auch wenn das Auto ab der B-Säule ein bisschen anders ist, die Gewichtsverteilung, die ist eigentlich quasi unverändert und man merkt es eigentlich beim Fahren auch nicht. Also nicht einmal, wenn man performant unterwegs ist. Und jetzt ist da das Ortsgebiet aus und Burg kann noch einmal kurz reindrücken und die unfassbaren 1050 Newtonmeter Drehmoment genießen. Los geht's! Ach du heiliger Bimbam! Was so ein kleines bisschen fehlt beim Taycan sind Schaltwippen zum Einstellen der Rekuperationsstärke. Nein, hat er nicht, braucht er aber auch nicht. Im Normalmodus rollt er ja eher, um halt möglichst viele Kilometer im Gleiten zu generieren. Im Sportmodus oder Sport-Plus-Modus, da rekuperiert er natürlich stärker, Dodo, und es reicht eigentlich. Dodo, ich glaube, es ist ziemlich eindeutig, welchen Taycan man sich nehmen sollte, oder? Ja, selbstverständlich, die Limousine. Na sicher nicht. Also ich persönlich finde, die Limousine hat noch immer einen ausreichend großen Kofferraum und ich sage es ganz ehrlich, ich finde, das ist einfach das eleganteste Auto und das schönste. Naja, das mag schon sein. Elegant ist er wirklich, aber elegant sind sie eigentlich auch alle drei. Ich persönlich als Radfahrer, Familienvater, ich würde mir den ST nehmen, weil die Straßenperformance, die ist mir schon noch wichtig. Ins Gelände fahre ich sowieso mit dem Rad. Also der hier, der wird es werden. Am besten als Turbo S. Als Turbo S. Die Mamba-grünen Sitze, ja, weiß ich nicht, die glaube ich, würde ich nicht nehmen. Ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir sind hier in einem Mamba-grünen Auto unterwegs. Von außen gefällt uns das ganz gut, diese Farbe. Innen Mamba-grüne Sitze ist natürlich mutig, muss man mögen. Ja. Und was wir auch noch sehr mögen, Dodo, ist? Eine leckere Mehlspeise. In der Tat. Ja, das war sie, unsere eisige Ausfahrt mit dem Taycan Sporttourismo Turbo S. Und ich muss sagen, ja, ich würde ihn nehmen. Dodo, bist du meiner Ansicht, ist der Sporttourismo der bessere Taycan? Nüchtern betrachtet ist er vielleicht der beste Taycan. Der Aufpreis zur Limousine hält sich absolut in Grenzen. Und ja, man hat schon ein bisschen mehr Kofferraum und er ist auch besser zugänglich. Und rein fahrdynamisch gibt es nicht wirklich Abstriche, wenn wir ehrlich sind. Bui, wie wär's mit das zu futtern? Natürlich, muss ich holen. Aus dem Kofferraum. Gott sei Dank haben wir 446 Liter Kofferraum. Dodo, ich habe was ganz Besonderes besorgt. Ich habe einen ST-Rudel besorgt, einen Strudel. Ich bin immer wieder schockiert über deine Wortwitze. Also man bekommt ein bisschen mehr Platz, nicht nur über der Birne, sondern auch hinten. Es lässt sich ein bisschen leichter einräumen und es lässt sich genauso sportlich fahren. Und nachdem wir bisher allen Taycans 5 Kuchen gegeben haben, fällt mir schwer, diesem wahrscheinlich besten Taycan nicht 5 Kuchen zu geben. Ein herrliches Auto, wahnsinnig sportlich, wahnsinnige Beschleunigung, super Fahrdynamik, Platzangebot hinten absolut ausreichend und der Kofferraum? Praktisch. Ja, wirklich sehr gelungen, gibt nicht viel auszusetzen. Ja, und der 1000er Aufpreis ist, glaube ich, gut investiert. Natürlich ist es eine Geschmacksfrage, ob einem das besser gefällt oder nicht. Reichweite büßt man eigentlich auch so gut wie gar keiner ein durch das Kombi-Heck. Also kann man machen, 5 von 5. Strudel. Und bevor mir jetzt der Arm abbricht, weil dieser Gimbal ist ganz schön schwer, bitte kommentieren Sie und liken Sie oder disliken Sie unser Video und schauen Sie uns auch auf Instagram unter cast.ad.keks und natürlich auf Krone TV. Und ich sage schon mal danke und bis zum nächsten Taycan Kuchen. Papa und tschüss. Mahlzeit.